Captain, guten Morgen. Willkommen bei KRAD. Ich finde ja, unser letzter Anrufer hat ein paar gute Argumente. Aber da ist auch schon der nächste Hörer in der Leitung, Dale Benton. Hey, Sam. Bin echt ein Riesenfan. Das ist mein Debütanruf. Ich muss was loswerden. Alles klar. Sollte Marihuana nicht innerhalb der nächsten 5 Jahre legalisiert sein, verliere ich mein Vertrauen in die Menschheit. Punkt aus. Jeder Mensch raucht gerne Gras. Schon seit tausenden von Jahren und daran wird sich sobald nichts ändern. Alles klar? Mit Dope wird alles besser. Das Essen schmeckt besser, die Mucke klingt besser und der Sex wird besser, verdammt nochmal. Macht sogar beschissene Kinofilme besser, stehst du? Hallihallo, sind Sie Sandra Dandy? Ja. Tja, ich bin Garth von Globale Erlöser und, Was ist das? War nur ein Scherz. Sie sind viergerichtlichen Anordnungen zum Erscheinen bei Ihrem Scheidungsverfahren nicht gefolgt. Also, wurde hiermit zugestellt. Na toll, alles klar. Danke, Arschloch. Sorry. Damit will ich sagen, Liebe kennt kein Alter. Ich lass mir nicht erzählen, dass ein Mann, nur weil er ein gewisses Alter hat, nicht mehr eine Frau lieben oder heiraten kann. Ich bin mit einem Highschool-Girlie hier. Du maximierst dein Potenzial nicht, Baby. Glaubst du wirklich, das Mädchen nimmt dich ernst? Ich will doch nur, hör mal, wenn ich 25 bin und die Kleine ist 18 Jahre alt, dann kann es sein, dass die Gesellschaft daran Anstoß nimmt, aber... Hey, solange das einvernehmlich läuft. Sieht aus, als wäre es einvernehmlich. Jo, das hiermit zugestellt. Das ist hiermit zugestellt. Das ist hiermit zugestellt. Das ist hiermit zugestellt. Walter Watzka der Dritte. Sind Sie hier, um das Faxgerät zu reparieren? Nein, aber Sie schulden Mastercard noch 4068 Mäuse. Hiermit zugestellt durch den Besten, mein Lieber. Locker bleiben. Sag dir einen richtigen Job, mieser Schwanzlutscher. Down to Electric Avenue. And then we take it higher. Hey, Electric Avenue. Ah, cooler Sound, ja. Yeah. Hey, higher ist die Devise. Higher, amigo, okay? Okay, ich gebannt. Orale. Orale. Ist bin schon Bressa. Dr. Edgar Terrence? Ja. Sie haben sich wiederholt geweigert, die Büffeltanne zu stutzen, die das Grundstück Ihres Nachbarn beschattet. Und deswegen wurde hiermit zugestellt. Dreckige Ratte. Das gegenwärtige System bewirkt nur, dass die Kriminellen das Geld bar auf die Hand kriegen und ganz gewöhnliche Menschen werden dazu gezwungen, mit diesen Typen zu dealen. Hast du schon mal mit einem Dealer gedealt? Es ist grauenvoll peinlich, erniedrigend. Die denken, sie sind dein Freund, aber die sind nicht dein Freund. Okay, Dale, schon klar, warum.